You could lie. Denk es mal dran. Das Beste an meinem Job ist eigentlich die Abwechslung. Wir haben halt auf der einen Seite den pädagogischen Teil, also die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen macht sehr viel Spaß, sind unterschiedlichste Kinder und Jugendliche, und auf der anderen Seite hat man halt auch das Verwalterische oder das Organisatorische auch ganz viel und Arbeit mit Kooperationspartnern, also es ist sehr abwechslungsreich, das finde ich sehr gut. Die absoluten Highlights sind dann immer, wenn junge Menschen, junge Familien wiederkommen, die früher Kinder und Jugendliche bei uns waren, bringen jetzt ihre eigenen Kinder mit oder zeigen halt, wo sie sich hin entwickelt haben. Und wir können sehen, dass unsere Arbeit da auch etwas gebracht hat. Und wir haben sie auf ihren Weg begleitet und konnten sie unterstützen. Und da ist auch dann wirklich daraus was geworden. Wir erleben jeden Tag neue Sachen, unterschiedliche Kinder und Jugendliche dabei. Also es ist immer sehr aufregend und spannend auch, was man so erlebt, und jeden Tag gibt es unterschiedliche Highlights, die wir dann vor Ort halt auch haben, und ja, man hat immer was dabei von allen Sachen, Spannung, Aufregung, Enttäuschung teilweise auch, aber dann auch wieder die Erfolgserlebnisse, die man sieht, ja, alles dabei. Einfach diese Abwechslung, würde ich sagen, dass man irgendwie nicht jeden Tag so planen kann, dass immer was anderes passiert und dass man spontan darauf reagieren muss. Genau, einfach diese Abwechslung und vor allem auch die Arbeit mit den Kindern einfach mal zu sehen, wie die sich weiterentwickeln, wie sie dazulernen. Ja, das sind so die Highlights, würde ich sagen. Das Jugend- und Bildungshaus hat ganz viele unterschiedliche Räume und ja, zum Beispiel die Jugendtreffräume. Wir haben vorne so einen Kaffeebereich, hinten ist so ein Freizeitbereich mit Billard, Kicker und so weiter. Vorne ist eine Küche drin, da haben wir noch einen Spieleraum. Das sind so die Räumlichkeiten des Jugendtreffs. Und dann haben wir noch weitere Themenräume, zum Beispiel einen Werkraum. Wir haben einen Kraftraum unten. Oben haben wir zum Beispiel einen Sportraum, ein Tonstudio und verschiedene Gruppenräume, ein Tagungsraum. Einmal, wer da hinlegt, der bleibt dran. Also allgemein ist es ja so, dass wir verschiedene Jugendhäuser haben. Das ist ein Schwerpunkt mittlerweile unserer Arbeit. Wir haben in den letzten Jahren die Jugendhäuser vor Ort ausgebaut oder überhaupt ins Leben auch gerufen, weil ich der Meinung bin, dass es nicht immer möglich ist, für die Jugendlichen in die großen Orte zu fahren. Also dass man sagt, wir haben in Ankum und Bersenbrück zwei Jugendhäuser, sondern in jede noch so kleine Gemeinde braucht eigentlich ein Jugendhaus, was mindestens einmal in der Woche auf hat, um auch Anlaufstelle oder Ansprechpartner zu sein. Also wenn ich an die Aktion denke, dann ist es auf jeden Fall das Mittwochsdinner. Wir haben in Bersenbrück im offenen Jugendtreff haben wir jeden Mittwoch ein Kochangebot. Das ist eine ganz tolle Kooperation mit der Bersenbrücker Tafel, die wir hier haben. Wir bekommen jeden Mittwoch Lebensmittel von denen, und das ist dann auch immer ganz unterschiedlich, was es gibt. Ein ganz besonderes Highlight, was jetzt neben den allgemeinen Angeboten in der offenen Jugendarbeit, also beziehungsweise in den Jugendtreffs ist, ist Mitternachtssport. Das nutzen wir halt für die Präventionsarbeit, um die Jugendlichen halt zu animieren, von diesen
anderen Angeboten, beziehungsweise dieses Chillen, sage ich mal, auf der Straße wegzukommen, sie eine Alternative geboten bekommen, statt Alkoholkonsum lieber Sport zu machen oder sich anders zu aktivieren. Also im Job jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt eine Fortbildung machen zum Erlebnispädagogen. Das ist auf jeden Fall ein Highlight, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dieses gelernte Wissen auch anwenden zu können und einfach auch umsetzen zu können für die einzelnen Orte und das mit den Kindern zusammen durchzuführen, diese einzelnen Projekte und Übungen. Das ist auf jeden Fall ein Highlight, wenn man so in die Zukunft blickt. Die haben die Stiefel bis ganz oben voll! Die haben die Stiefel bis ganz oben voll!